Ja, hallo, mein Name ist Melanie Wille-Faschinski. Ich wollte euch heute aufgrund der gesamten Situation, die wir momentan haben, dass wir uns jetzt halt aufgrund der Corona-Krise nicht in der Halle treffen, wollte ich euch heute nebenbei mal ein paar Beinübungen im ersten Step zeigen. Und wir fangen auch gleich mit der ersten Übung an, indem wir uns einmal etwas hüftbreit aufstellen. Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule ein. Wir verlagern das Gewicht etwas auf das rechte Bein und ziehen ganz langsam das linke Bein zur Seite nach oben. Ja. Wunderbar. Oberkörper bleibt schön aufrecht stehen, nur das Bein bewegt sich zur Seite hoch. Fußspitze ist nach vorne ausgerichtet. Sehr schön. Die letzten 4, 3, 2. Langsam das Bein wieder abstellen. Wir wechseln gleich auf die andere Seite. Kurze Gewichtsverlagerung. Bauchnabel bleibt Richtung Wirbelsäule. Und wir arbeiten mit dem anderen Bein genauso zur Seite hoch. Jawohl. Richtig schön arbeiten. Die letzten 4, 3, 2. Und langsam wieder abstellen. Kurz mal ausschütteln. Wir gehen nochmal auf die erste Seite zurück, bringen jetzt eine kleine Veränderung ein. Bauchnabel bleibt weiterhin fest. Wir spreizen das Bein zur Seite, Fußspitze zeigt nach vorne und wir machen nur den Beuger und Strecker. Ja, schön arbeiten. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Kurz wieder abstellen. Das Ganze wiederholen wir auf der anderen Seite. Auch hier wieder gleiche Ausgangsposition und wir beugen und strecken das Bein. Oberschenkel ist fixiert und wir ziehen schön vor und zurück in der Beugeposition. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Sehr schön, wunderbar. Kurz wieder abstellen, etwas lösen. Wir nehmen die Arme mal dazu, damit wir nicht nur die Beine bewegen. Wir gehen wieder mit der Gewichtsverlagerung auf das erste Bein zurück. Ziehen nochmal zur Seite und nehmen diesmal die Arme dazu. Schön das Bein und beide Arme Richtung Schulter hochziehen. Alles bleibt schön fest, Schultern sind tief. Kopf immer in Verlängerung zur Wirbelsäule gehalten. Und dann machen wir mindestens 8 Wiederholungen bei jeder Übung eigentlich. Ihr könnt das Ganze später auch steigern, 10, 15 oder 20 Wiederholungen. Die letzten 4, 3, 2, kurz wieder abstellen. Ihr kennt es schon, wir gehen gleich auf die andere Seite wieder. Auch hier wieder Bein zur Seite, Arme schön auf Schulterposition hochziehen. Wer dann schon etwas trainierter ist, das seid ihr eigentlich alle, könnte auch die Hanteln dazu nehmen. Oder wer keine Gewichte zu Hause hat, nimmt diese kleinen 0,5 Liter PET-Flaschen zur Hand. Jawohl. Die letzten 4, 3, 2. Und wir gehen langsam wieder mit dem Bein nach unten, lockern wieder alles schön aus. Und wechsel mal in die einbeinigen Kniebeugen. Dazu nehmen wir das rechte Bein nach vorne, links geht nach hinten, großer Ausfallschritt, die Ferse lasst ihr hinten in der Luft. Wir gehen nochmal tief, ich zeige es auch gleich nochmal von der Seite. Vorne Knie und Fußgelenk in einer Linie, genauso wie hinten Hüfte und Knie in einer Linie. Langsam wieder hochkommen. Das Ganze zur Seite, auch hier. Oberkörper bleibt gerade und geht nochmal schön tief. Jawohl. Die Hüfte zieht etwas weiter nach vorne und ihr könnt langsam tief gehen. Jawohl. Bauch ist immer noch fest. Achtet wirklich auf die 92-Grad-Regeln. Vorne sowie hinten. Jawohl. 4 noch. 3. 2. Ein letzter. Wir wechseln gleich. Auch hier wieder. Ich bleibe auf der Seite, damit ihr den richtigen Kontakt habt.
Wir gehen runter, 90 Grad vorne sowie hinten, langsam wieder hoch. Hierbei könnt ihr auch gerne euer eigenes Tempo bestimmen. Jawohl, schön tief. Das Becken zieht immer leicht nach vorne. Wunderbar. Ja. 4, 3, 2 und der letzte. Langsam wieder hochkommen, kurz wieder ausschütteln. In dieser Position können wir auch noch ein paar Veränderungen mit reinbringen. Das heißt, wir gehen nochmal auf rechts vor, links zurück. Wir können das Ganze auch tief, tief, hoch, hoch. Zwei Schritte tief, zwei Schritte hoch. Auch hier wieder vorne, hinten die 90-Grad-Regel. Schultern ziehen zurück. Kopf ist grundsätzlich in Verlängerung zur Wirbelsäule gehalten. Jawohl. Wunderbar. Tief, tief, hoch, hoch. Einen letzten machen wir noch. Langsam wieder das Bein zurückziehen. Auf der anderen Seite zeige ich euch gleich noch eine weitere Variante, die wir machen können. Wir gehen mal vier tief. 4, 3, 2, tief. 4, 3, 2, hoch. 4, 3, 2, tief. 4, 3, 2, hoch. 4, 3, 2, tief. 4, 3, 2, ein letzter. 4, 3, 2, tief. 4, 3, 2. Und wir lösen wieder ganz kurz auf. Wunderbar. Alles lockern. Sehr schön. Eine nächste Schwierigkeit. Wir gehen wieder auf die rechte Position zurück. Wir kommen nur langsam mal tief. Achtet wieder drauf. Hinten, vorne, die 90 Grad. Schultern zurück und dann wippen wir immer ganz klein auf und ab. Jawohl. Sodass wir wirklich schön das Ganze im Oberschenkel auch spüren. Gesäß ist fest, Bauch ist fest. Ganz kleine Up- und Downs haben wir dabei. Auch hier kann wieder jeder sein eigenes Tempo bestimmen und natürlich auch, wie lange er es dann letztendlich durchhält. Jawohl, langsam wieder nach oben kommen und wir wechseln. Hier zeige ich euch auch gleich nochmal eine andere Variante mit dem linken Bein nach vorne. Kommt wieder tief, wir bleiben in der Mitte, gehen nur von der Mitte tief zurück zur Mitte. Tief, Mitte, tief. Mitte, jawohl, Oberkörper schön gerade lassen. Wunderbar. Sehr schön. Bei diesen beiden letzten Übungen von eben spürt man ja die Oberschenkel schon etwas intensiver. Jawohl. Sehr schön. Einen letzten noch. Langsam wieder hochkommen und schön die Beine ausschütteln. Sehr gut. Was wir einbeinig hatten, können wir auch aus einem breiten Stand. Bauchnabel zieht wieder Richtung Wirbelsäule. Hier ist wichtig, Knie, Fußspitzen zeigen leicht diagonal nach außen. Bauchnabel ist fest. Wir starten einfach. Schultern wieder zurück. Wir gehen nur tief und hoch. Tief und hoch. Jawohl. Alles schön festmachen. Auch diese Übung deckt wieder Hauptbereich, Oberschenkel ab. Gesäß wird aber auch gleichzeitig schön mit trainiert. Perfekt. 4, 3, 2, ein letzter. Wir bleiben gleich mal unten und machen auch hier wieder noch so ein paar unterschiedliche Übungen. Ausgangsposition bleibt und wir machen nur kleine Up and Downs. Alles ist fest. Haltet mal hier. Die Arme können wir zusammennehmen. Der Oberkörper rotiert leicht zur Seite. Eine kurze Abwechslung. Die Beine sind zwar noch unter Anstrengung, aber wir nehmen den Oberkörper noch mal mit hinzu. Ja, schön zur Seite ziehen. Gehen wir schon mal so ein bisschen in den Bereich Bauchmuskulatur rein. Sehr schön. Jede Seite noch einmal. Langsam lösen, wir kommen vorsichtig nach oben, schließen die Beine, alles wieder immer schön zwischendurch aus, schütteln,
Sehr gut. Dann gehen wir nochmal in diese Ausgangsposition zurück, machen uns wieder komplett fest, gehen wieder tiefer. Ganz leicht, wir heben vorsichtig die rechte und die linke Ferse im Wechsel nach oben. Auch nochmal die Wadenmuskulatur ein bisschen trainieren. Jawohl. Immer hoch und dann sauber den ganzen Fuß wieder abrollen. Langsam hoch und tief. Hoch und tief. Wem das zu langweilig ist, der erschwert etwas. Beide Fersen heben ab und wir gehen langsam wieder tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Schön festbleiben, komplett. Jawohl. Wunderbar. Ein letzten noch. Langsam wieder lösen, kurz die Beine schließen und alles wieder ausschütteln. Sehr gut. So, das waren die ersten Übungen im Stand. Ich habe noch ein, zwei kleine Übungen auf der Matte. Ebenfalls für die Beine. Wir gehen einmal in die Seitposition. Fußspitzen zeigen vor, Körper komplett in einer Linie. Den Arm könnt ihr lang machen, sodass der Kopf auf dem Arm abliegt. Auch hier Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Das obere Bein zieht. Achtmal hoch. Jawohl. Immer schön im Wechsel. Hoch und tief ziehen. Wir halten mal das Bein oben auf, wie vorhin im Stehen, beugen und strecken. Sehr schön. Einen letzten noch. Wir können das Bein weiter in Position halten. Auch hier nochmal ganz kleine Auf- und Abbewegungen. Schön. Kleine, schnelle Züge. Wunderbar. Und langsam wieder ablegen. Ganz kurz lösen. Tief durchatmen mal zwischendurch. Wo schon so leicht wehtut das Bein, ruhig mal so leicht auf die Seite klopfen. Das löst für einen Moment die Anspannung. Das Ganze können wir natürlich auch auf der anderen Seite wiederholen. Wie gesagt, immer mindestens 8 Wiederholungen. Später kann man sich dann auch steigern. Gleiche Ausgangsposition, auch wieder hier drauf achten, Kopf liegt in Verlängerung zur Wirbelsäule. Wir ziehen das Bein und machen mal ganz kleine Kreisbewegungen. Jawohl. Und die Kreise können noch etwas größer werden, aber versucht wirklich den Bauch weiterhin anzuspannen und fest in der Seitenlage liegen zu bleiben. Und dann werden wir langsam wieder etwas kleiner. Und halten das Bein wieder. Und wir kommen langsam tief, lösen wieder aus, leichtes Klopfen auf die Seite geben. Dann gehen wir eine Etage höher in den Unterarmstütz. Hier ist es wichtig, Schulter, Ellbogen in einer Linie zu halten. Handfläche liegt auf der Matte auf, hier bleiben wir fest. Kopf haltet die Innenverlängerung zur Wirbelsäule. Wir ziehen den Arm und das Bein in den Beuger und Strecker. Beim Beugen macht ihr eine Faust, beim Strecken die Fingerspitzen vor. Beugen, strecken, beugen, strecken. Jawohl. Wunderbar. Auch hier wieder schön. Mindestens 8 Wiederholungen dürft ihr selbst entscheiden. Später die Steigerung dann. Und jedes Bein immer möglichst gleichmäßig trainieren. Jawohl. Einen letzten können wir noch. Und dann lösen wir wieder vorsichtig. Die letzte Übung können wir nochmal aus dem Vierfüßlerstand machen. Ich sage immer Vierfüßlerstand, aber wer wirklich Probleme mit den Handgelenken hat, kann auch gerne sich auf die Unterarme abstützen, weil, wie gesagt, Oberkörper bleibt letztendlich fest in Position und wir trainieren nur Beine und so ein bisschen den Gesäßmuskel. Handflächen legt ihr auf, hinten wieder Knie, Hüfte, eine Linie, rechtes Bein, schön die Ferse mal langsam nach oben ziehen. Jawohl.
Wunderbar. Trainiert gleich Po und Oberschenkel. Hauptsächlich eigentlich den Po. Nach euren mindestens 8 Wiederholungen gleich Wechsel auf die andere Seite. Hier zeige ich gleich mal eine andere Übung wieder. Auch hier nochmal ganz kleine Up and Downs, um das Ganze nochmal so ein bisschen in einen anderen Modus zu bringen. Jawohl. Langsam wieder tief gehen. Erste Seite, man kann es auch gestreckt halten, Fußspitze zieht Richtung Oberkörper und dann ziehen wir hier nochmal ganz leicht das Bein nach oben. Achte darauf, dass dein Rücken gerade ist, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule und es arbeitet nur das Bein. Jawohl. Auch hier langsam wieder abstellen. Wir wechseln nochmal auf die andere Seite. Zieh auch hier nochmal Beuge und Strecke. Wie gesagt, jede Seite immer natürlich die gleichen Übungen machen. Ich zeige hier nur ein paar Varianten, die ihr gerne dann zu Hause nachmachen dürft. Ein letzter und wieder langsam abziehen. Zur Entspannung. Einfach mal hinten in den Fersensitz gehen, schiebt die Arme weit nach vorne und dehnt euren Brustkorb tief nach unten. Ganz tiefe Atemzüge durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Jawohl. Vorsichtig wieder hochkommen. Sehr schön. Richtet euch langsam auf. Steht rückengerecht auf. So, das war der erste Part für die Beine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß zu Hause dann beim Trainieren.